Willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. Was gibt's Schöneres, als nachts über den Radweg zu donnern und dabei irgendwelche zwielichtigen Gestalten in die Pfanne zu hauen? Die meisten Biker hier haben wir schon im letzten Part erledigt. Nur noch 1, 2, 3 und dann geht's weiter nach Fuchsania City. Boah, steile Maschine, die du da hast. Eigentlich ist es keine Maschine, ist eigentlich nur ein Fahrrad. Kennst du das so? Mechanik, Technik, Physik? Teddy? Rowdy Teddy? Was geht mit dem ab? Wie geht es? So, ich habe die Pokémon geheilt und sortiert und Noctur hat den niedrigsten Level, also darf der jetzt hier gegen Vipitis antreten mit Psycho gegen Gift. Und das gefällt diesem Retter-Nachfolger überhaupt nicht. Hat er es überlebt? Ich habe gerade geguckt, war da noch ein Pixel übrig? Aber nope. Zack und weg. Tja, mein bätiger Kumpel. Ey, 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 runter von der Straße. Warum? Das ist ein Fahrradweg. Ich bin mit dem Fahrrad, du bist mit dem Motorrad. Außerdem siehst du aus wie Gronkh, Mackie. Pionskora. Ich finde es schön, dass ihr so exotische Pokémon habt. Sehe ich doch immer wieder gern. So, dann mach halt Luftschnitt. Ich glaube, das schmeckt dir nicht. Warst du nicht Käferboden? So ist in der Art. Ja, weg ist weg, ja. Wie dein Vorgänger Teddy schon zu sagen pflegte. Zack und weg, ja. Und Mackie sagt, kein Benzin mehr. Es ist ein Fahrradweg. Ein verbuggter Fahrradweg. Du vielleicht noch? Nein? Na, ganz kurz. Wenn ich jetzt so ins Menü gehe, wupp, und wieder zurück. Dann bin ich immer noch weg. Aber der will auch kämpfen, dieser Pixel, dieser Missing No. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Ja, überragend, also. Fridolin. Es ist der Fridolin. Also, das freut mich doch, dich kennenzulernen, Fridolin. Bestandsaufnahme. Was haben wir denn für Orden? Wir haben erst den Donnerorden von Major Bob, dann den Sumpforden von Sabrina in Saffronia City. In Azuria City sind wir leer ausgegangen, sind also nach Prismania City rüber geflitzt und haben da von Erika den Farborden aus ihrer Hand gerissen. So. Da habe ich mir gedacht, nehmen wir doch mal den Radweg. Bashen die paar Idioten hier. Das ist jetzt so gut wie erledigt. Und dann nach Fuchsania City, da war ja früher Koga, der Arenaleiter. Aber der steckt ja, das haben wir schon gesehen, in den Top 4. Wer ist der neue Arenaleiter in Fuchsania City? Und jetzt noch ein Clutexo hinterher. Passt gar nicht in dein Schema, Frido. Das war bestimmt ein Starter-Pokémon. Du hättest ihn schon vor Ewigkeiten weiterentwickeln können. Das auch nur am Rande. Okay, Ewigkeiten, 5 Level, aber trotzdem. Bestimmt will er doch nur Feuersturm früher lernen, ne? Aber schönes Ding hast du da. So ein Clutexo macht schon was her. Gut, trotzdem erledige ich dich. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, ne? Und dann checken wir Fuchsania City aus und nehmen hoffentlich den 4. Orden. Dann haben wir ja schon die Hälfte. Überragend. Ah, wie gewonnen, so Sozeron. Jetzt packen sie hier schon Sprüche aus. Und es ist nach 20 Uhr, 20.07 Uhr, um genau zu sein. Ich wollte ja schon anfangen und auf einmal wurde es dunkler. Blub, 20 Uhr. Aus dieser Richtung den Radweg zu preisen, ist kein Kinderspiel, denn es geht wirklich sehr, sehr steil bergauf. Aber wenn du gerne Fahrrad fährst, ist es bestimmt auch kein Fehler, zumindest einmal den Aufstieg zu wagen. Da kommt man ganz schön ins Schnaufen. Bastjo. Ist ja nur ein Tastendruck, ich komme da nicht ins Schnaufen. So, hier Vogelfänger, ne? Der Radweg ist eine Abkürzung nach Prismania City. Abkürzung? Ich würde sagen, der andere Weg ist ein Umweg. Egon, oh nein, wer hat das beste Noctum im ganzen Land? Gut, was diese Trainer angeht, scheine ich dann doch mittelmäßig überlevelt, aber tja. Muss man auch in Kauf nehmen, wir haben ja auch schon harte Kämpfe gehabt und da hat sich das voll gerechtfertigt. Unser Levelchen. So, ich wollte noch was anmerken zu Pokémon Let's Plays von mir allgemein. Ich weiß nicht, ob ich das schon getan habe, habe ich nur laut gedacht oder habe ich es nur irgendwo mal geschrieben? Egal, ich sag jetzt nochmal, ich finde, wir haben jetzt ziemlich lange ganz viele Pokémon Let's Plays gehabt. Ich sehe es an den Aufrufzahlen, dass das Interesse leider Gottes zurückgeht im Pokémon Heart Gold.
Wie gesagt, die nächste Edition wäre dann vermutlich Pokémon Weiß gewesen, aber ich würde sagen, nach HeartGold lassen wir die Pocket Monsters erstmal stecken. Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Der Rest ergibt sich von allein. Als ich angefangen habe mit Let's Plays, da habe ich Pokémon zunächst ignoriert, weil ich so viele 2D- und 3D-Jump-Runs LP'en wollte. Und dann ging's los und ein Pokémon-Let's Play nach dem anderen. Pokémon Feuerrot Freegatter, Pokémon Gelb auf TGN und später auf Neoson LPM, dann Pokémon Gold Freegatter, dann Pokémon Bloody Platin, ein Jahr, dann Pokémon Rubin Freegatter, Pokémon Blattgrün durchgedönert, dann ging's weiter mit Pokémon Y. Und nach Pokémon Y kam Pokémon Feuergrün, das Comedy-Projekt. Dann Pokémon Snap hier, fotografieren auf dem N64. Ja, und danach kam Pokémon HeartGold. Und ich denke, es ist besser, nach Pokémon HeartGold erstmal eine kleine Pause einzulegen. Wie gesagt, die nächste Edition wäre dann wohl Weiß gewesen. Aber sowohl euer als auch mein Interesse lässt im Moment ein bisschen nach, weil es einfach zu viel Pokémon auf einmal waren. Ich genieße es noch voll, also ihr merkt es ja, die letzten Parts und auch heute, ich bin voll motiviert und es macht Spaß. Ich habe ein schönes Team aufgebaut, wie ich finde. Wieder 5 richtig tolle Teammitglieder. Und das Kanto erkunden habe ich echt, bin ich geil drauf, muss man einmal so deutlich sagen. Aber dann lassen wir es erstmal. Mal gucken, ob dann Pokémon Z angekündigt wird oder Rubin, Saphir Remakes. Kommt bestimmt auf der E3. Behaupte ich jetzt einfach mal. Würde ich, oder wird auf so Pokémon-Messen immer angekündigt, aber es kommt demnächst wieder sowas. Glaubt's mir einfach. Und ja, wenn ich HeartGold dann fertig aufgenommen habe, dann sehen wir ja weiter, ob inzwischen Neuigkeiten sind. Lyra ruft an, aber ohne mich. Und wenn es dann Neuigkeiten gibt, dann können wir das ja besser abschätzen, aber trotzdem. Das nächste Pokémon Retro, die nächste Edition wäre dann, boah, geht mir auf den Keks, geht da rein. Pokémon Weiß gewesen. Kommt vielleicht auch, das dauert vielleicht 3 Monate Pause oder, weiß nicht, keine Vorstellung, wird man sehen. Ihr könnt auch in die Kommis schreiben, wie sehr ihr noch Bock auf Pokémon habt. Könnt ihr nicht genug kriegen? Oder sagt ihr, klar, cooles Projekt, aber danach lass es halt mal für einen Moment sein. Eure Meinung in die Kommis, ne? Großvater ist gerade zu Besuch. Ja, und vorlesen kann ich auch nicht. Großvater ist gerade zu Besuch bei Bill in seinem Haus am Kap von Azuria City. Ich habe vom Radweg aus ein paar merkwürdige Pokémon in der Gegend herumschleichen sehen. Ist das so, ja? Weiß nicht, ob wir direkt in die Arena wollen? Die Tochter von Koga, einem der Top 4, hat es hier bis zur Arenaleiterin gebracht. Oh, die Tochter von Koga ist Arenaleiterin. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin dein Kamerad Kauz Wigbert und ich stalke dich, bis du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Sehr schön. Dann heile ich doch mal ganz kurz unsere Bande nicht. Eigentlich hat nur Noctu gekämpft und der hat das eigentlich ganz gut gemacht, aber trotzdem, der darf sich ausruhen. Wir wollen nur topfit in die Arena gehen. Wenn überhaupt. Ich würde sagen, ich gucke mir Fuchs Thunder City trotzdem mal kurz an. Das werde ich tun. Hier rechts hatten wir dann zum Beispiel den Wärter. Das war, hier waren noch mehr Zäune. Die sind jetzt nicht mehr da. Es ist auch nur noch ein Haus betretbar, nicht wie früher. Interessant. Der Angler oder der Wärter? Es ist keiner von beiden. Nachdem mein Opa die Safari-Zone aufgegeben hatte, nutzte mein Papa die Gelegenheit, um auf dem Gelände den Park der Freunde zu eröffnen. Pokémon einzufangen und wieder laufen zu lassen, muss meine Familie wohl im Blut liegen. Griffel? Griffel? Ehrlich. Nee, ah ja gut, das eine Haus kann man nicht mehr betreten. Was soll's? Und hier ist auch, nee, sah aus wie Sackgasse. Der Weg sieht so komisch rot aus. Hi. Ich dachte eigentlich, diese Safari-Zone sei nur vorübergehend geschlossen, aber jetzt soll sie urplötzlich nach Johto umgezogen sein. Das ist ein bisschen schade, diese Safari-Zone war die Hauptattraktion dieser Stadt. Naja, schon, ja, aber wir haben ja die Safari-Zone in Johto auch schon uns angeschaut. Gibt's auch nur in den Remakes HeartGold und SoulSilver. Das dazu ergänzt. Da gab es doch keine Safari-Zone für... Es sollte in Gold, Silber, Kristall, Gold, sollte es auch ursprünglich eine Safari-Zone geben.
Die wurde dann aber verworfen. Hier in Fuchsteiner City soll es die geben. Aber gibt's noch Bilder, wie die aufgebaut sein sollte damals? Einer der Top 4 war früher einmal der Arenaleiter von Fuchsania City. Blitzmerker. Bärenfürstücke, komm ruhig näher. Bei mir kannst du Stücke gegen Bären tauschen. Wenn du irgendwelche Stücke dabei haben solltest, kannst du mir bei mir gegen 3 Bären pro Exemplar tauschen. Das war's geschenkt, sage ich dir. Ich habe euch auch schon mal irgendwo gesehen, oder? War das überhaupt ein Hardgold oder war das in anderem Spiel? So. Was, müssen wir mal wieder shoppen? Wenn ich gerade mal hier bin, gucke ich doch direkt mal, ob ich Topschutz und den ganzen Krimskrams habe. Da gucken wir da mal. Hyperbälle haben wir noch. 32, komm, kauf halt. Wenn wir noch ein paar Legendäre abchecken wollen, zum Ende hin, dann ist es vielleicht nicht verkehrt. Top Genesung. Da sind... Oh, wir haben keine mehr. 21 ist ja fast unser ganzes Geld, du. Aber die kann man immer gebrauchen. Dasselbe gilt für Leber. Da haben wir allerdings noch welche. Auch noch welche rein. Wir haben's. So, Fluchtseilschutz ist ganz besonders wichtig. Haben wir auch noch welche, aber trotzdem kaufen wir nochmal 6 Stück und sind somit fast blank. Katsching. Bären sie uns bald wieder. Mal sehen, wenn ich mal wieder in Fuchsania City bin und was brauche, könnte ich es mir überlegen. So, jetzt ist hier der Park der Freunde. Da, wo man wieder Pokémon tauschen kann und Krimskrams. Also verknüpfen und so weiter und so fort. Das interessiert uns allerdings wirklich nicht. Also wie gesagt, von Diamant, Perl, Platin. Ob man von Weiß- und Schwarz-Edition hierher tauschen kann, weiß ich nicht. Ich würde tippen ja, aber ich weiß es nicht, weil das ja neuere Editionen sind. Gut, da haben wir uns Fuchsania City in der Tat schon angeschaut und gehen in die Arena. Hallo. Ah, unser Freund ist wieder da. Hey, du zukünftiger Champ. Hey, ich bin der Champ. Was laberst du? Hoppla, sieh dich mal genau um. Da sind lauter Personen, die genau wie Janina, die Arenaleiterin, aussehen. Ganz dort kennen wir von ihnen, die echte Janina ist. Ja. Ja, ja, nee. Egal, ich werde alle ansprechen, weil ich alle besiegen will. Ich bin Janina, aber woher wusstest du das? Egal, jetzt wird gekämpft. Angeschmiert. Klar. Ich denke und hoffe mal, oh, das ist eine der wenigen Arenen in Kanto, die wirklich noch dasselbe Rätsel in Anführungsstrichen hat. Nämlich, die unsichtbaren Mauern. Und ich hoffe und denke, es sieht bislang danach aus, als ob es wieder dieselben Wege wären. Also, ja, genauso wie schon in Rot, Grün, Blau und Gelb, Feuerrot und Blattgrün. Gold, Silber und Kristall, so auch ein Hardgold und Soul Silver. Ich glaube, das ist vielleicht sogar eine der Arenen, die immer dasselbe Rätsel hat. Unsichtbare Mauern. Deswegen kennt man den Weg inzwischen auch schon in- und auswendig. Rot und Blau konnte man das sogar noch sehen. Also es war ja noch nicht mal unsichtbare Mauern, weil sie sichtbar waren. Das ist ja der Witz. Mist, ich wollte doch gewinnen. Wolltest du das? Wenn ich Verkleidung trage, fühle ich mich gleich viel stärker. So, ja, sind dieselben Mauern. Hahaha, ganz genau. Ich bin die echte Janina. Ja, ich sehe es. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Vielleicht sieht die aus wie ein Camper. Till, du bist Camper Till. Du verteidigst dich gerne als Frau, liebe Till. Gut, ja, jeder hat seine eigenen Vorlieben und so. Solange man mich da nicht mit einbezieht irgendwie, kann jeder machen, was er will, ne? Von mir aus. Verkleide dich halt als Frau, wenn es dir gefällt. Aber du bist ein ziemlich männliches Pokémon, ein ausgewachsenes Nidoking. Schönes Ding. Wenn eines Tages nochmal ein Let's Play zur ersten Generation mache, ich habe mir echt überlegt, Pokémon Grün, also wirklich... das Ur-Ur-Pokémon-Spiel zu machen. Erstmal kämpfen. Oh, ich bin da Janina, die Arenaleiterin, von wegen. Reingefallen. Ja, ist ein Spaß. Also das hätte ich mir auch überlegt. Dieses Pokémon Grün, was bei uns nicht erschienen ist. Und Pokémon Rot gibt es quasi ja 2 Editionen. Das brauche ich euch ja nicht mehr erzählen, ne?
ein Pokémon Rot, was wie Pokémon Grün ist, und ein Pokémon Rot, das wie Pokémon Blau ist. Und bei uns sind gleich die Pokémon-Edition Rot und Blau erschienen. Aber das Grüne mit den alten Sprites und so, das reizt mich auch schon irgendwie. Gibt's ja so Englisch-Patches? Müsste ich mich mal informieren. Feuerrot haben wir schon gemacht, Blattgrün haben wir schon gemacht, ja. Gelb haben wir schon gemacht, Rot und Blau haben wir noch nicht. Ja. Das stimmt schon. Aber schon sehr antiquiert. Also auch nicht geplant. Aber trotzdem. Da könnte ich mir dann überlegen, ein Nido zu züchten. Damit wir im Mondberg dann einen Mondstein bekommen. Da gibt es ja welche. Das wäre schon ein interessantes Pokémon. Ja, lieber Nidoking als Nidoqueen. Jetzt nichts gegen die Mädels, aber ich glaube wirklich, dass Nidoking noch stärker war als Nidoqueen. Von den Werten und so. Ich kann mich auch irren. Oder vielleicht der eine auf Spezial, der andere auf Physik. Keine Ahnung, müsste ich mich informieren. Wenn es soweit ist, was es nicht ist. Göre Grabiele. Gib so, ich hatte dich fast soweit. Janina ist mein Vorbild. Es macht mir viel Spaß, mich als sie zu verkleiden. Ja, den muss ich doch ganz schön doof vorkommen, wenn die alle so aussehen wollen wie die. So, da wäre ich aber. Janina, hallo? Tochter von Koga? Tut mir leid, aber das stimmt nicht. Nein, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich bin es wirklich. Ich bin Janina, die Arenaleiterin von Fuchsania City. Böses Face. Ja, das gab's aber meines Wissens auch wirklich eine Anime-Folge. Oder warte mal, war das vielleicht sogar in der ersten Pokémon-Staffel schon, wo Ash halt nach Fuchsania City gekommen ist, dass da nicht nur Koga war, sondern auch seine Tochter zu sehen war? Boah, so lange her, ne? Ja, ich weiß noch, da gab's Blutzuck und Omot. Oder Blutzuck hat die irgendwie in die Irre geführt. Sowas in der Art war da. Ich glaube, die war wirklich schon zu sehen, Janina, in der ersten Pokémon-Staffel. Dann hat man daraufhin vielleicht das aufgebaut, dass ein Goldsilberkristall dann Janina die Arenaleiterin ist. Keine Ahnung, wir haben deinen Vater schon platt gemacht hier und deswegen wirst auch du in die Knie gehen. Obwohl sie eine ausgezeichnete Taktik hat, die bislang voll aufgeht, und zwar hat sie mein Noctu verwirrt. Und wir kommen gar nicht im Zuge, verdammt. Endlich mal. Ist ja unser Psycho-Vertreter hier. Noctüchen. Two-Hit-Kill? So ist es. Allerdings konnte mir X-Bad schon ganz schön zusetzen. Ich hoffe mal, dass die Verwirrung mal weg ist. Ha! 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 Das hast du dir so gedacht! Was? Knie-i-i. Noctu kriegt so schnell nichts weg. Muss man mal überlegen, wenn er nicht gerade sein Level-Up gehabt hätte, der ist ja ganz genau auf Level 59 gekommen, dann hätte es nicht gereicht, dann wäre er down gegangen. So spielt das Schicksal manchmal. Aber die hat sogar satte 5 Pokémon im Petto. So, auch das tut Smogmog richtig weh, aber ich würde tippen, er steckt das weg. Und kann Noctu besiegen. Wenn nicht, wäre es auch ein bisschen peinlich. Smogmog! Wer als nächstes? Nee, Noctu war ja gar nicht unser Psycho-Pokémon. Mensch, eigentlich ist er nur Typ Normalflug, oder? Trollolol. Unser Psycho-Pokémon ist Starmie. Da kannst du mit deiner Truppgenesung kommen, wie du willst. Ich hab doch noch was Besseres als Sondersensor. Der große Auftritt von Psychokinese. In Safronia City erhalten und Starmie räumt damit auf. Jetzt wird aber reinen Tisch gemacht, ja. Unser geschlechtsloses Pokémon. Ja. Aber ist auch mal cool. Hey, wir haben ein geschlechtsloses Pokémon im Team. Yay! So. Ich glaube, Janina wird uns da wirklich nicht mal viel entgegensetzen können. Ariados jetzt schon ihr drittes Pokémon, das down geht. Hat sogar zweimal. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Spätestens Zeit. Dem Kampf gegen Siegfried, dem letzten. Drei Dragonier. Oder, nee, drei Dragoran. So war das. Früher hatte er zwei Dragonier und ein Dragoran. Aber hier hat er echt drei Dragonier. Dragoran. Mensch, kommt durcheinander. So, noch was. Omot. Oh, schönes Ding. Ja, ein Seelenorden zum Mitnehmen, bitte, würde ich sagen. Ich mag deinen Kampfstil. Ich deinen auch.
einfach Pokémon werfen, kaputt gehen, Kompliment machen und dann den Orden rüber wachsen lassen. Das ist ein Kampfstil, denn der ist mir nicht lieb. Und jede Menge Geld und eine TM, alles kriege ich. Du bist stark! Ja, danke. Ich sehe schon, dass also selbst Koga von den Top 4 besiegt. Mein Vater! Ha! Du kamst mir gleich so stark vor. Ich erkenne meine Niederlage an. Hier, nimm den Seelenorden. Danke. Thank you very much. So. Du bist stark. Ich habe hier ein ganz besonderes Geschenk für dich. Dieser Attacke nennt sich Gifthieb und kann deinen Gegner vergiften. Das klingt ja überragend. Ich gucke wirklich mal, ob das jemand lernen kann. Ich werde noch viel mehr trainieren und stärker werden. Nochmal möchte ich nicht gegen dich oder meinen Vater verlieren müssen. Tja, freunde dich mit dem Gedanken lieber an. So, Gifthieb. Eigentlich, ehrlich gesagt, noch nie gehört, aber klingt gut. Selbsterklärend. Ein Giftangriff. Wer kann es denn lernen? Fangen wir mal so an. Wir bringen... Ach, damit hat sich die Sache erledigt. Ich hätte schon gedacht, eine Giftattacke, Ampharos vielleicht, so Gifthieb oder so, aber weit gefehlt. Wum. 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 Das war ein hervorragender Kampf, Trainer aus Johto. So ist es. Danke für die Anerkennung. So, dann wollen wir doch mal sehen. Schon ein bisschen heilen. Tja, was machen wir denn jetzt am besten? Wenn ich jetzt weiter nach Osten gehen würde, von Fuchsia City aus, da kommen wir auf diese eine pikante Route, die äußerst langweilig ist und mit einem Relaxo endet. Oder? Liegt es überhaupt im Weg? Ich habe keine Ahnung. Nee, kann es ja gar nicht. Es liegt da vor dem Diktatunnel. Egal. Trotzdem gehe ich da nicht lang, sondern von Azuria City versuche ich jetzt nach Osten zu gehen. Dazu fliege ich jetzt erstmal. Schwuppa, bupa. Nach Azuria. Denn wir wollen ja ins Kraftwerk. So viel habe ich auch schon gecheckt. Denn das funktioniert nicht. Und deswegen ist Kanto halb im Arsch. Muss doch mal deutlich werden, wenn es so ist. Außerdem vermisse ich immer noch Misty. Und die will ich schon auf frische Tat ertappen. So, warte, wo geht's denn hier nach rechts? Das sieht schon mal gut aus. Das nicht so. Da ist schon wieder ein... geht's überhaupt noch nach rechts? Das sieht nicht so aus. Doch, hier. Alles klärchen. So, jetzt gucken wir uns Route 9 mal an. Route 9. Erstmal ein Item abgrasen, ne? Top-Trank. Vielen Dank für den Top-Trank. Hi. Die Leute sollten ihren Müll hier nicht liegen lassen. Du meinst den Top-Trank. Ich nehm den Müll gerne mit. Ich bin hier der Müllsammler. Kerstin. Und sie machen direkt weiter mit ihren wunderbaren Gift-Pokémon. Ist okay. Ne, ich habe echt vorhin gedacht, hier Nocto ist Flux Psycho, aber das ist ja nicht wahr. Aber Nocto kann eben Psycho-Attacken lernen. Im Gegensatz zu Taubos oder Schwalbos oder Staraptor. Solche Sachen. Raichu gefällt mir allerdings nicht so. Da gibt es doch jemanden. Da gibt es auch was von Ratiofarm, oder? Irgendjemand hat da doch ein Erdbeben gelernt. Ich kann mich erinnern. Da war was. Raichu! Und Vieländer kann auch. Scaraborn ist echt eine Waffe. Und er hält was aus. Guckt euch's an. Erdbeben, Vieländer. Und noch mehr Krimsrams. Ne, der hat ein richtig geiles Moveset, wie ich finde. Unser Scarry. Nahkampf kann er auch noch. Krasse Kampfattacke. Der ist schon, das war eine super Wahl. Auch wenn er sich nicht entwickeln kann. Schade, ich hab verloren. Ich hab Scaraborn aufgrund Kommentare ins Team genommen. Als mir vorgeschlagen wurde, habe ich mich informiert und hab gesehen, der hat ja ganz schön gute Werte, du. Und lernt geile Attacken. Hey, du Lump, wirf deinen Müll nicht hier hin. Ach, du meinst meinen Top-Trank, den wollte ich gerade wegwerfen. Karl! Karl! So, was machen wir denn mit Diktri? Da machen wir Luftschnitt, weil es Step ist. Also müsste nur Level 43. Das reicht aus. Der nächste, bitte. Quappo. Ja, da kann ich auch Sondersensor benutzen, weil Quappo, ne? Quapsel, Quapuzzi, nur Typ Wasser.
Quappo, Wasserkampf. Obwohl er echt Quapuzzi verdammt ähnlich sieht. Die Unterschiede sind ja gering, also meine Herren. Glaube ich, der geringste äußerliche Unterschied bei einer Entwicklung und trotzdem eines neuen Types. Kann man so sagen? Wenn mir jetzt auch spontan kein Pokémon einfällt, was sich bei einer Entwicklung weniger äußerlich verändert. Gibt es ein Pokémon? Schreibt es in die Kommentare, was sich äußerlich weniger verändert als Quapsel, nee, Quapuzzi zu Quappo. Meine Herren. Gibt's bestimmt was. Ich komme jetzt nicht drauf. Hat man damals noch nicht so eng gesehen, ne? Ich wollte dich doch nur darauf hinweisen. Mit Gewalt oder was? Mit Gewalt kommst du in den Wald. Dort ist es kalt. Ja, die Route kriegen wir gebacken, würde ich sagen. Ich bin hier, um den Felstunnel zu erforschen. Felstunnel. Hat mich auch im Vorhinein schlau gemacht. Und zwar braucht man da ebenfalls Kraxler. Ganz böse Sache. Ich würde ihn bestmöglich... Und Blitz irgendwie. Also da ist auch dunkel. Weiß nicht, Blitz, das geht irgendwie, glaube ich. Auf jeden Fall bist du auch Psycho, oder? Auf jeden Fall hatte Entochon irgendwas mit Psycho am Hut, aber ob der Typ Psycho war, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, der war nur Wasser. So, Felstunnel brauchen wir Kraxler und ich werde versuchen, ihn zu meiden. Ob wir da durch müssen oder nicht, das weiß ich nicht. Das müssen wir sehen. Wenn es soweit ist. Also Noctur hat heute auf jeden Fall mal wieder schön was geleistet. Da wird auch noch Level 60 knacken, würde ich sagen, als erster. Ja? Ich glaube. Oder hat irgendein Pokémon schon Level 60 erreicht bei mir? Ich glaube nicht. Das ist schön, da darf im nächsten Part ein anderer kämpfen. Ampharos zum Beispiel. Zermalmklaue. Was wird das mit deiner Zermalmklaue? Die Route checken wir auf jeden Fall noch aus und dann, boah, wie es nicht reicht. Uff, das war heftig. So, ich sehe ein Item. Ich bin gierig. Na, da sehe ich auch schon so einen Wanderer und der hat vorzugsweise so Bodengestein-Quatsch. Tue ich, glaube ich, jemand anderes nach vorne. Schon wieder Lichtlehm. Auch irgendjemand seinen Müll weggeworfen. Lichtlehm. Okay. So, ja, kümmern wir uns erstmal um den. Pokémon! Wasser-Pokémon! Ist am Start. Ja. Noctur mit dem höchsten Level. Also, Tornupter denselben, aber. Hey, schon mal was vom Silberbecken Johto gehört? Mondlicht schimmert er in Silberfarben. Da, der Name. Boom, Batz, boom, Batz, boom, Batz. Hartmut! Der hat Mut. Und harte Pokémon. Harte Schale, mutiger Kern. So habe ich Hartmut gern. Ich wollte gerade sagen, so heißt auch der Arenaleiter, aber der hieß Hartwig. So. Gibt er jetzt nicht wirklich viel Erfahrung? Wir sind elementar sowas von überlegen, du Hartmut. Also typischer Arbeitskollegenname, oder? Hey Hartmut, hast du schon gemacht? Ja, ja. Er hat nur 3 Georock. Das rockt. Und den kann man nicht unter den Rock schauen. Okay, aber Level 59 für Starmie, der sich auch hervorragend macht seit seiner Entwicklung. Vorher hat er sich auch tapfer geschlagen, ja. Aber jetzt ist er nicht mehr das fünfte Rad am Wagen. Ich habe wohl den Kampf vor lauter Bergen nicht gesehen. Was soll denn der Spruch? Da könnte er von mir sein, so schlecht ist der. Sitzt hier überall Zerschneiderbüsche, die waren früher nett. Wer hat die alle hier hingepflanzt? Okay. TM Lichtkanone. Das war eine Digimon-Attacke. Lichtkanone! Machine Traumon hat das gelernt von den... Na, wie sind sie?
gab es dann auch die vier, die tödlichen vier. Boah, die Meister der Dunkelheit. Haha, ich weiß es noch. So, Finsteraura gegen so viel Kram inzwischen. Wo war's? Drachen, Klaue, Kugelsaat, Verhöhner, Gigasauger und ich hab's wieder nicht gesehen. Da Lichtkanone. Kann bestimmt keiner lernen. Ich weiß gar nicht, was so ein Typ ist im Moment. Starmie kann's lernen. Angucken. Nur angucken. Was ist es denn? Typ Stahl. Das ist Spezial. Es ist 80, es ist eine Stahlattacke halt. Interessant. Also Surfer Psychokinese schon mal nicht. Sternschauer ist, glaube ich. Wir machen Genesung weg. Weil wenn mich jetzt einige nicht verstehen, werden sagen, mach doch Sternschauer weg. Aber ich lasse mit Sternschauer eine schwache Attacke drin und jetzt haben wir mit Lichtkanone einen Stahlangriff, das ist auch mal toll. Und ich benutze Genesung eh nicht, also es würde mehr Sinn machen, aber ich benutze es einfach nicht. Warst du schon mal beim Picknick? Das macht großen Spaß. Ja, wenn, dann würde ich einen Trank raushauen. Während wir hier gegen Marika kämpfen, im elementaren Nachteil. Jetzt weiß ich nicht, ich probiere jetzt mal die Lichtkanone aus, ne? Weiß gar nicht, wie Stahl auf Pflanze funktioniert, aber egal, gucken. Normal, habe ich mir schon gedacht. Reicht nur nicht mal. Versager! Aber das ist sehr effektiv. Verdammt! Regeneriert jetzt einiges an Kraftpunkten. Was? Was war denn das für ein lächerlicher Auftritt? So, da haben wir jetzt Sternschauer. Guck mal, wir haben schon wieder eine Rechtfertigung dafür. Ich hatte vorher, wir wollen legendäre Pokémon fangen und er hat noch so ein bisschen KP und wir wollen das niedriger machen, im roten Bereich ein bisschen rumtraxeln. Da ist vermutlich das eine gute Entscheidung. Trotzdem wirst du jetzt abgefackelt. Keine halben Sachen hier. Marika. Interessanter Name. Gefällt mir irgendwie. Ich noch nie gehört. Marika. Martina, Marina. Aber Marika? So. Ublips. Haben wir es jetzt? Haben wir diese Trainer hier besiegt, oder was? Ich freue mich ja, wenn ich komplett aufgeräumt habe. Ja, den haben wir besiegt. Oh, da ist noch so ein Fatzke. Na gut. Da sind wir trotzdem am Ende. Verrate dir ein Geheimnis, aber zuerst müssen wir kämpfen. Was ein Deal, ne? Bernward! Alter, man lernt durch Pokémon Namen kennen, du. Klar, Bernhard oder wie auch immer, ne? Aber Bernhard. Krass. Bernhard. Da wisst ihr schon, wie meine Kinder heißen werden eines Tages. Marika und Bernhard. Da werde ich dann immer erzählen. Ja? Woher kommt mein Name? Ja, guckt ihr doch Let's Play Pokémon Hard Gold Part, was ist es, 42 an. Da weißt du es. Fangen sie an zu heulen, wenn sie den Part sehen. Jetzt schon mal Entschuldigung an Marika und Bernward der Zukunft. Bernhard? Bernward? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Bernward. Schon mal merken. Ilona ruft an. Ah, Top-Genesung für Lau. So. Die haben wir auch schon. Das war die Marika, ne? Die haben wir gebasht. Danke. So, was soll das denn hier? Wer hat denn das hier so gepflanzt? Da Richtung Kraftwerk geht's natürlich da über See und so. Ja, und hier ist der Felstunnel. Okay, wir gehen durch zum Kraftwerk im nächsten Part. Freunde, nicht verpassen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Langer Part, lustig gestaltet. Ich hatte jede Menge Spaß, hoffe ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.